Der ist doch behindert, Mann! Wo beruhigt das Spiel? Ich werde aggressiv! Hey! Hey, da... Ich bin wieder ein bisschen aufgeregt, ich. Hallo Leute, ihr kennt mich sicherlich noch, ich bin der Gustl, ich habe mal da auf dem Kanal was gemacht. Vorricht habe ich gespielt. Ich dachte mir, heute mache ich mal den Counter-Strike. Der Dumperfly ist nicht da, ich bin praktisch seine Urlaubsvertretung. Der ist nämlich gerade mit der Schule auf der Klassefahrt. Dann hat er gesagt, Henning, ihr wisst ja, ich heiße Henning, also eigentlich Gustl. Aber Henning ist praktisch das altdeutsche Wort für Gustl. Und dann hat er gesagt, Henning, mach mal jetzt für mich was. Also er hat es in seine Worte gesagt, ich kann halt nicht so gut, dass... normale Deutsch, weil ich habe halt einen Hasenschaden. Also umgedreht, die geht halt nach innen drin. Deswegen ist das so. Er hat gemeint, ich soll halt gerade mal Counter-Strike spielen. Ich habe das noch nicht gespielt. Ich dachte mal, gut, das wird nicht viel anders sein wie Pokémon. Da kann man sicherlich auch, er hat was von Pokébälle erzählt. Und da denke ich mir halt, das wird nicht so schwer sein. Weißt? Klar, für das Spiel braucht man halt auch Nerven, weißt? Aber ich habe lange Zeit Tetris gespielt. Und bei Tetris kann ich halt, ach, da muss ich halt richtig Eier in der Hose haben, wie Stahl dreht. Sonst geht es nicht. Wenn du einen Zickzack brauchst, da kommt ein Viereck, wie ich halt auch geschissen, weißt? Kunde, Zandmark, abends Rätz. Dummer hat gesagt, ich soll abends Rätz spielen. Er hat gemeint, es ist nicht so schwer. Ich dachte mal einfach mal, ich mach das auch. Weißt du, so abends Rätz. Das kann nicht so schwer sein, da. Also, fangen wir mal an. Was will ich denn sein? Counter-Terrorist. Terrorist. Der Name ist länger. Ich will das längere haben, weißt du? Wie alle Männer. Wer ist denn jetzt mein Feind? Warte mal. Ich bin ja bei der Blaue. Wo sind die Rote? Da war gerade einer rot. Der ist nicht rot, warte mal, wo sind die? Oh, jetzt ist er rot, guck mal da! Hey! Hä? Die schießen zurück? Alter, das ist eine Schweinerei, das kann ja einfach zurückschießen, die Vollidioten. Okay, da, der ist zwar nicht rot, aber der andere war ja auch nicht rot. Aha, guck, ich habe umgebracht, hast du gesehen? Oh nein! Oh, warte mal. Ah, warte mal, ich glaube, ich kann die gar nicht kaputt machen, die blaue. Da ist ein roter, warte, ich hol mal, da ist ein roter, warte mal, geh weg. Ah! Das war gut. Das ist halt viel von Tetris, weißt? Da kann man halt einfach mal nichts sagen. Tetris hat mich halt eins hat mich auf jeden Fall gelernt, ja. Wenn du einen Zickzack willst und ein Viereck kommt, so ist halt das Leben. Da hast du halt nur Vierecke die ganze Zeit, obwohl du einen Zickzack haben willst. Aber das ist, du musst halt was draus machen aus so einem Viereck, weißt? Guck mal, das nächste ist jetzt ein Viereck, da. Guck, da ist ein Viereck und ich hab's kaputt gemacht, weißt? Ich mach halt einfach mal kaputtes. Da ist noch eins. Geh mal over. Aha, der hat mir den geklaut, oder blaue? Was sind das überhaupt? Leute oder was? Hey, du! Wo kann man sprechen? Auf FS wahrscheinlich, wie ich spreche. Hey, du! Da laufen wir ja rückwärts, ich hab geschossen! Der Dumbabla ist echt so ein richtiger Dädel, weißt? Da sagt zu mir, Henning, mach mal ein Video von Counter-Strike. Und ich sag, warum? Und dann sagt er, weil das ist beruhigt oder was? Der ist doch behindert, Mann! Wo beruhigt das Spiel? Ich werd aggressiv! Ah, guck mal, ich geh einfach jetzt fahren. Hallo? Ah! Hast du gesehen, du Schwung? Ah, das war gut! Guck mal, da oben. Ich hab schon vier. Oh, warte mal, hallo? Aha. Aha. Oh, eine Pflanze. Das ist doch diese Marihuana-Pflanze, da. Das ist doch eigentlich nicht erlaubt, sowas, oder? In Spiele. Ich bin ja noch minderjährig, das darf man gar nicht spielen. Also, meine Mutter sagt, dass ich minderjährig bin, nicht? Ajo! Ajo! Ah! Ah, von hinten. Das sind so richtige Popo-Pirate. Ah, da ist einer. Warte mal. Ah, das ist ein blödes Arschloch, da. Ah, Mensch, ey. Kann ich hier im hohen Gras vielleicht irgendwie Pokémon finden oder so? Nee. Wer reicht denn da? Ich kann das nicht verstehen, wie Dumperblatt das Spiel immer spielen kann. Ich finde das extrem langwierig, sowas. Und dann dauernd wird auf mich geschossen. Das finde ich auch nicht so gut. Weil, wenn ich ehrlich bin, ja, bin ich schon pazifitscht. Ich bin pazifitscht. Damals bei der Bundeswehr wollten sie mich haben. Ich soll Panzerfahrer werden. Panzer. Aber dann haben sie gesagt, warte, du bist zu groß. Hör auf. Sie haben gesagt, mach mal Fallschirmspringen. Und ich habe gesagt, bist du blöd? Ich springe doch nicht mit Fallschirm aus dem Flugzeug, weißt? Und dann habe ich gesagt, nee, hör auf. Ich weiß was, ich verweigere den Dienst bei euch. Ich mache das nicht. Ich werde lieber berühmt. Und habe ich gesagt, ja, das kannst du schaffen, wenn du dich anstrengst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich streng mich an, ich nehme die Herausforderung an. Und dann hat er gesagt, ja, aber nee, du willst bestimmt nicht berühmt, weil du blöd bist. Und dann habe ich gesagt, ich bin blöd. Und dann hat er gesagt, doch. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber ich kann ja auch, es gibt ja genug Berühmte, die so sind. Und dann hat er gesagt, das macht nichts, weißt du? Bist dafür zu blöd. Und dann habe ich gesagt, das stimmt nicht. Halt mal dein loses Mund, dein Mund. Und dann hat er gesagt, nichts mehr, weißt, weil er den Mund kalt hat dann. Ich kann es manchmal nicht einsehen mit denen da. Ich erzähl gerade meine gute Bundeswehrkamelle, weißt, und dann kommt da so ein halbgewachsener Kerl, wahrscheinlich noch niemals Lotterie gespielt in seinem Leben. Ja, ich habe ja schon 30 Mal gespielt und mindestens genauso oft verloren, aber das ist nicht schlimm.
Aha! Oh Gott! Also manchmal nennt man mich auch ein Künstler an der Waffe. Aha! Was? Hä? Warum ist das jetzt passiert? Ah, immerhin habe ich noch den Punkt, den dritten Punkt, oder? Der dritte Platz. Also ich sag's mal so, er hat gemeint, ich darf nur ins Spiel, aber ich was? Ich belasse es auch dabei. Ich muss nämlich gleich noch meine Katze streicheln und da habe ich halt nicht so viel Zeit. Entschuldigung, ich war gerade schon bei meiner Katze. Alle hoffen, ich hätte Daumen nach oben drücke, gell? Das ist ganz wichtig, ein wichtiges Feature. Wenn ihr das denn macht, komme ich bei euch vorbei und guck nach eurer Katze. Tschüss.